Komm, lauf, 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 lauf. Mann, komm. Verbrecher stoppen, ich bin eh dabei. Ah, das ist zu schnell. So, jetzt komm, jetzt haben wir ihn. Nein, noch nicht. Jetzt, jetzt. Ja, so einen bösen Schlagstock immer. Ruf verbessert. Ich habe schon einen perfekten Ruf. Was ist nur verbessern? Schaut euch das an, ich bin ja schon massiv gut. Oh, halt verdächtige Datei am Handy. Da kann ich was herstellen. Mal kurz rein. Ah, Knarre weg. Mal bitte herstellen, herstellen. Ablenkungsgerätschaften. So, aber jetzt wie versprochen. Schauen wir ein Stückchen weiter zum. Ach, drücken wir das verkehrt, pass auf hier. Geht's rüber zur Story. Und dann das Auto schnappen und dann mal hinfahren. Oh, das ist passiert. Oh, jetzt kommt der Rettungswagen. Cool, das müssen wir mal anschauen. Achtung, Rettungswagen kommt. Hallo? Da liegt er. Kuckuck. Okay, die KI ist genauso gleich dämlich wie bei GTA und Co. Ja, trotzdem lustig. So, pass auf, das war ein Auto. Dann muss ich gleich mal da. Er fährt weiter. Mein Gott, na wappla. Die biegen immer ab. Die biegen immer ab, wenn man kommt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum das so ist. Stehen bleiben. CTOS ist eine bahnbrechende Technologie. Wir steigern Effizienz, Komfort und Sicherheit. Die Smart City. Exakt. Schade. Was macht CTOS smart? Eine Stadt ist ein komplexes System aus Wartung der Infrastruktur. So, wieso fahren wir denn einfach geradeaus weiter da? Wieso müssen wir da außen rumfahren? Im IT-System arbeiteten diese Bereiche autark, abgetrennt von den anderen Dienstleistungen der Stadt. So, jetzt sind wir wieder da. Alle Systeme online und verknüpft. Ja, wo ist denn was jammersten rum? Es läuft es gleich wieder. Ja und? Müssen wir interviewen oder wie? Oder wieder was? So, eine neue Welt. Mission starten. Ich hatte schon oft mit Deadboy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert DedSec. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Treffen Sie Bad Boy 17. Die Clara. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja. Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal, ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier Moment, das muss ich ganz kurz nochmal die Optionen, den Audio, den Sprachsound umstellen. Da ist er wieder relativ leise. Ist immer so ganz komisch. Ist einfach so. Zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja,
Also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Tja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast das geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. So. Okay. Skillpunkt erhalten. Mal schauen, kann ich was machen? Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Sie haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Cool. Na gut, dass ich bei der Story weitergemacht habe. So. Ganz kurz hier noch was schrauben nebenbei. Okidoki. So, schauen wir mal die Fähigkeiten. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Was können wir denn machen? Pass auf, Kampf, Hacken. Schauen wir mal, Hacken. Wir haben 18 Punkte. Zusatzakku, Punktekosten 3. Profiler-Optimierung markiert automatisch Zivilisten, die lohnende Hackbelohnungen haben. Okay. Was haben wir da? Gegnerkommunikation stören. Hacken sie Gegner, um sie mit einer Rückkopplung ihren Headset zu verwirren. Dampfleitungen. Okay. Oh, Dampfleitungen ist cool. Das nehmen wir gleich mal. Was haben wir da? Helikopter abschalten. Sie können Helikopter für 50 Sekunden ausschalten. Brauchen wir nicht. Nagelsperren. Halten, um Nagelsperren zu heben, senken. Ist auch cool. So, was gibt's noch weiter? Beim Kampf. Erhöht die Schussfrequenz. Verlängert die Dauer des Fokus. Fokus vergisse ich immer. Mann! Die du im Lohkampf verbraucht, verringert den Entdeckungsradius beim Sprinten, erhöht die Tragekapazität von Sprengstoffen und reduziert den Schaden, das ist eine gute Sache. Verringert den Entdeckungsradius, verringert die Dauer des Fokus. Was haben wir da gesagt? Da haben wir erhöhte Schussfrequenz von halbautomatischen Pistolen. Nein, das ist da. Hergestellt, das können wir machen. Eine Pille, die eine massive, sofortige Fokuserholung bietet. Was haben wir da jetzt anzubieten? Verdunkeln Sie die Stadt und sorgen Sie für Chaos. Helfen Sie all den jammernden Bürgern, Strom zu sparen. Ah, es ist Blackout. Was haben wir da hier rüben? USV-Punktekosten, USSVs, ungewöhnliche Sprengvorrichtungen sind äußerst starke Sprengkörper. Ihr hohes Gewicht erlaubt eine kurze Wurfweite zur Sprengung. Hacken. Boah, das Blackout probieren wir, weil es einfach cool ausschaut. So, was haben wir beim Fahren? Verringert die Wahrscheinlichkeit für Reifenpannen. Verbessert das Fahrverhalten abseits der Straßen. Das mit Reifenpannen ist gut. 5 Punkte habe ich noch. Kann ich beim Hacken noch was machen. So, was haben wir gehabt? Mehr Akku. Was haben wir da gehabt? Da haben wir jetzt markiert automatisch Zivilisten, die lohnende Sachen haben. Und da haben wir gehabt, Helikopter ausschalten.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann mache ich das einmal, dass sie automatisch angezeigt werden. Einen Punkt habe ich noch. Gut, bringt mir nichts mehr. Einen Punkt kriege ich genau gar nichts. Ich habe einen feuchten Händedruck. So. Gut so. Hey. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst clever. Seine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, hm? Okidoki. So, schauen wir auf die Karte. Das ist ein CTOS Tower. So, das ist das Ziel, da wollen wir hin. Wollen wir gleich hin? Schau, da gibt es was zum Finden. Was gibt es denn bei mir in der Umgebung da? Was haben wir denn da? Da haben wir, was ist das? Untersuchung, mehrere Kisten. Also, den untersuchen wir gleich, wenn die Kiste schon da ist. Irgendwo um die Ecke. Wenn ich da mehrere Kisten untersuche, dann bekomme ich ja irgendwelche zusätzlichen Missionen. Also mal schauen, wo die da herumsteht. Ja, irgendwo da hinten drauf. Ah, da drinnen ist sie. Da muss ich aber reinkommen da. Und wie komme ich da rein? Was kein Mensch, gell? Ah, da haben wir sie schon. Da muss man irgendwas hacken. Wo geht das hin? Oh, schau, die wird schon markiert. Volles Bankkonto, sehr schön. Wo ist denn jetzt der Strich? Da. Oh, war keine gute Idee. Wo geht denn das hin? Da entlang, da noch weiter. Geschleichte. So, es ist alles blau bis da drüben. Kennt man das von da? Ich glaube schon, oder? Da ist noch blau, das heißt, das ist in Ordnung. Ja, da geht das Tor auch schon auf. Da haben wir die Audiolog. So, da ist ein bisschen was freigeschaltet, was ist das für eine Symbolik da jetzt? Kann ich irgendwas Neues? Ah, da haben wir was Neues. Schau, Blackout herstellen. Oh, da brauche ich ein paar Sachen. Kann nichts herstellen. Okay. So, dann. Irgendwann, glaube ich, ist ein Feuerwehrauto. So, was haben wir jetzt doch zu tun hier? Was gibt es denn in der Umgebung? Da gibt es mal gar nichts. Herstellung, explosive Komponenten. Hinten in der CTOS Tower und wir gehen dann einen Schritt weiter ist zu dem Ziel, wo wir hin müssen. Ja, wenn sich auf dem Weg dahin nichts ergibt, ja, schauen wir mal. So.
Da haben wir Auto stehen. Das nehmen wir uns gleich mit. Ah, da fahren wir im Moped schon. Moped fahren passt doch auch wunderbar in der Stadt. Kein Stau, kommen wir durch. Fliegt halt leicht auf die Schnauze, was bei mir eher das Problem ist, aber gut. Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. Ja, so, das heißt jetzt was? Ich musste irgendwie rein. Ablenkungsmöglichkeit entdeckt, okay. Schauen wir auf die nächste Kamera. Es hat noch ein paar Wachleute, was kann man da? Die kann man sprengen. Die kann man ablenken. Noch eine Kamera. Oh, was ist denn das? Systemschlüssel? Okay, da ist jede Menge Personal. Okay, das müssen wir auf jeden Fall mal entriegeln, dass die Tür aufgeht. Das haben wir. Das ist dezent schön in die Luft geflogen. Fisch mit Dynamit, okay. Mal schauen, wie wir die anderen da ablenken können, wie das da war. So, was war das jetzt? Was hast du für Ablenkungsmöglichkeit? Du warst nicht abzulenken, glaube ich, nein. Der aber. Ja. Oh, zwei auf einen Streich, sehr schön. Wir werden beobachtet. Er ist hier. Na, das glaube ich nicht. Wo ist die Kamera? So, und der ist jetzt da, der ist nicht mehr da, okay. Gut, ich glaube, ich kann es ein Stück vorrücken. So, welche Knarre haben wir mit? Ah, Schall gedämpft, wo ist sie? Da. So schaut's aus. Aber es ist alle gekillt, ohne dass ich etwas was machen habe müssen. Nichts gefunden, ich sehe mal das alles sauber. Ich gehe da lang. Vorsicht! Sind jetzt ja weniger. Läuft doch gar nicht so schlecht da. Ja. Die Frage ist, ob das cool ist, wenn ich da über den Haufen schieße, überhaupt sehr regelmäßig alle kille, aber es wird schon passen. Was sind die anderen Wachen? Haben wir schon alle oder wie? Scheint so, gell? Weil man killt nichts mehr. Oh, neue Knarre, oder was? OCP-11, na bitte, freigeschaltet. Jetzt Munition.
Nicht vergessen einzusammeln, die ganzen Sachen. Also was ich sammelt, brauche ich nicht kaufen. Da liegt da noch was. Ein bisschen Geld, das ist auch schön. Überall voll, kann ich was bauen, kann nichts herstellen. Da. Doch, doch, nicht so sehr. Nein, nicht. Granaten kann ich herstellen. Aber das dürfte nicht mehr voll sein, oder? Doch. So, schauen wir, wo es jetzt weitergeht. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Wow, wow, wow. Sobald ich drin bin, musst du schnell... Schirmgeister. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Jo, die haben dich schon erkannt. Natürlich sieht er mich von da. Das habe ich nicht gescheit gemacht, leider. Das habe ich gar nicht gut gemacht. Ja, die kann jetzt, da kann ich jetzt nur mit der Action durchgehen, dann muss ich da warten, bis sie kommen. Die sind eh so ungeduldig. Nur noch weniger. Ein Anruf, also wenn man nicht anruft, ist mir das wurscht eigentlich. Mit was kann ich was machen? Die Anrufe kann ich mit dem stellen. Siehst du, schalte gleich mal ein. Genau. Schallgedämpft weitermachen da, wo ist er denn? Das ist versteckte Kamera. Da kommt schon der nächste. Kann abgelenkt werden, los. Oh, das Handy. Zugangscode, schauen wir schon. So, wo kommt der? Kommt das zu mir? Na. Da hinten ist einer. Da ist auch noch einer. Was sind hier wohl Kameras? Ja, du. Scheiße! Verdammte Scheiße! Da eine Kamera mit? Ah, das riecht sich gut. Schau, da muss ich rüber. Na, ja, warte mal wieder die Kamera. Jetzt brauche ich da drüben auch noch eine Kamera, die da reinschauen könnte. Das ist super. Da haben wir nichts mehr, wie es ausschaut. Scheint, muss ich wirklich raufgehen. Aber sind nur mit einer da, oder? Und da kommt es hier runter. Aber das ist der da. So,
eigentlich müsste da jetzt Ruhe sein, oder? Ich glaube halt. Einfach mal vorsichtig da entlang gehen. Alles einsammeln, was hier rumliegt. Mir scheint, da ist keiner mehr. Nö, gehen wir erstmal rauf. Wo ist denn jetzt herkommen? Wo ist denn die Treppe? Da drüben? Da ist. Normalerweise müsste da jetzt Ruhe sein. Ja, da wird gut aufgeräumt. Die Frage, ob da drinnen was ist. Warte mal. Nö, 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 da ist alles sauber. Halt, da gibt's was. Schau. Chemische Komponente. Oh. So, pass auf. Was muss ich noch machen? Ich brauche Strom von drei Seiten. Und der muss auch von drei Seiten versorgt werden. Einmal, zweimal, dreimal. Kann man jetzt mal freischalten. Und dann braucht der Strom von der Seite und von der Seite. Warte mal, lass mich überlegen, wie es am besten geht. Eins, zwei und dann nochmal, oder? Ach so nicht. Ach so. So rum. Jetzt passt. Ach Scheiben, das wird da weiter. So, was müssen wir da machen? Das heißt, wir haben auf jeden Fall mal so, dann so, dann so. Wo ist denn ihr fahren? Wieso dreht sich ihr da? Den Laptop, wo ist der Laptop? Ich sag's dir, das ist nicht nur Werbung, das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges riesiges. Oh Scheiße! Jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Findet Na. Ihn! Oh oh. Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Lief! Die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Was kann ich machen? Hilfe! Ich habe meinen Fokus gebrochen, glaube ich. Okay, so pass auf, jetzt muss ich schauen. Gibt es mal eine Kamera oder irgendwas? Wo ist der? Wer schießt auf mich? Wo ist der? Ah, da läuft er, ne? Headshot! So, da habe ich doch nochmal Kamera gehabt. Was, Schwachstelle gefunden? Was? Was ist das da? Was, Audiolog? Wieder was zum Finden und Suchen? Deckung in der. Der ist down. Ist da nur einer, was? Aber tatsächlich. Die Cops suchen nach mir. Ich komm hier nicht weg. Weiß der Zack, wie man Polizeiscans stört? Doch. Ich glaube schon. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Mit Gemcoms können Sie die Entdeckung durch CTO-Scans kurz unterbrechen.
Verdächtiger lokalisiert und markiert. So, fahr mal. Ich klopf mal an. Oh. Oh, weh. Schütteln Sie die Polizei ab. Oh, sind aufgehalten. Steam Pipe Explosion. Also, komm, weg da jetzt da. Der Akku ist leer. Das schaut nicht gut aus. Alter, wo immer hängen bleibt, sie fix. Halt, fahren Sie rechts ran. Mach auf, ist du auch. Weil ich wirklich jedes Auto erwische. Ah, pass auf, Achtung. Haha. Ich fahre mal hinterher, oder was? Weg. Wir brauchen hier sofort Prioritäten-DOM-Zugang. Pass auf, jetzt hauen wir so. Er könnte sich in einem Parkhaus finden. Drehen um, vielleicht läuft er uns über den Weg. So, jetzt halten wir uns mal ganz, ganz ruhig.